Umwelt. Finch ist vom Öko-Institut seit 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter und im Bereich Ressourcen und Mobilität dort beschäftigt und beschäftigt sich vor allem eben mit dem Thema alternative Antriebe, mit Elektromobilität, mit den Klimafolgen und mit erneuerbaren Energien und dem Zusammenwirken von Verkehr und Siedlungsstrukturen und ist somit hier genau der Richtige, um uns etwas über die Antriebswende zu erzählen und die verschiedenen Antriebsarten und deren Effizienz. Und Herr Minnich, ich bitte Sie, uns dazu Ihren Input zu geben. Ja, vielen Dank, Frau Schröder. Liebes Organisationsteam, vor allem aber liebe Teilnehmende des Bürgerrats Klima. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute vortragen und mit Ihnen diskutieren darf. Ich hatte jetzt in der ersten Phase des Termins hatte ich ein paar Aussetzer, was die Internetverbindung anging. Ich hoffe, dass das nicht an meiner Verbindung lag, sondern dass vielleicht auch bei den Teilnehmenden irgendwo es Probleme gab. Ich hoffe mal, dass Sie mich hören können. Wenn es Aussetzer gibt, bitte direkt melden. Ja, ich wurde ja schon vorgestellt. Mein Name ist Lukas Minnich. Das Öko-Institut forscht und berät seit über 40 Jahren zu einem sehr breiten Feld von Umweltthemen. Ich darf heute Ihnen versuchen nahezubringen, das Thema Antriebswende als Teil der Verkehrswende und des Klimaschutzes im Verkehr. Warum ist sie wichtig und mit welchen Maßnahmen kann sie möglicherweise erreicht werden? Das sind meine Themen heute, die Antriebswende als nur ein Element der Verkehrswende, um das nochmal einzuordnen. Dann möchte ich nochmal, um alle abzuholen, die verschiedenen Antriebsoptionen, die es gibt, vorstellen. Möchte dann speziell auf das Thema Elektromobilität eingehen und mal kurz versuchen, darauf einzugehen, was es da für häufige Einwände gibt und wie darauf zu antworten ist. Möchte dann auf die hauptsächlich als Alternative oder als andere Möglichkeit dargestellten Technologien Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe eingehen. Und zuletzt dann natürlich das Thema Maßnahmen. Was gibt es bisher an Fördermaßnahmen und was könnte in Zukunft noch dazukommen? Zunächst nochmal zur Einordnung. Verkehrswende und Klimaschutz im Verkehr besteht zunächst mal aus diesen zwei Themen, die Sie schon behandelt haben. Vermeidung von Verkehr, beispielsweise dadurch, dass wir uns ja heute digital treffen, haben wir natürlich viele Wege vermieden und dann auch die entsprechenden Emissionen vermieden. Bei Wegen, die sich eben nicht vermeiden lassen, geht es darum, die Verkehre zu verlagern, zum Beispiel durch Ausbau von Rad- und Fußverkehr, dafür zu sorgen, dass eben Wege nicht mit dem Pkw, sondern mit umweltfreundlicheren, klimafreundlicheren Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Und das, was ich heute darstellen will, ist das Thema der Effizienz. Also die Wege, die eben nicht vermieden oder verlagert werden können, sondern weiterhin beispielsweise mit dem Pkw zurückgelegt werden müssen, dass da zumindest der Antrieb effizienter wird und weniger Emissionen ausstößt. Das Ganze finde ich auch immer wichtig, noch im Hinterkopf zu behalten, muss in bestimmte Rahmenbedingungen eingebettet sein, also beispielsweise, dass die Mobilität sozial gerechter wird, dass eben die saubere Mobilität sich nicht nur die leisten können, die viel Geld haben und dass auch, wenn wir jetzt eben stärker den Verkehr auch mit erneuerbaren Energien versorgen wollen, dass eben der deutliche Ausbau dieser erneuerbaren Energien auch gewährleistet ist in Zukunft. Warum braucht es nun eine Antriebswende? Wir haben das Thema Klimaneutralität als neues Ziel der Bundesregierung für das Jahr 2045 angepeilt. Wie Sie sicherlich wissen, das 1,5-Grad-Ziel, was wir möglichst erreichen wollen, erfordert eigentlich noch stärkere Anstrengungen als dieses Ziel 2045. Die Mobilität muss mindestens dieses Ziel erreichen, weil es andere Sektoren gibt, in denen teilweise unvermeidbare CO2-Emissionen entstehen. Und der Verkehr muss deswegen spätestens zu diesem Zeitpunkt klimaneutral sein. Eine Klimaneutralität allein durch die Vermeidung und Verlagerung ist nicht realistisch, stelle ich hier einfach als These in den Raum. Sie haben da schon sehr gute und ambitionierte Maßnahmen sicherlich getroffen, aber es wird alleine nicht für die Klimaneutralität reichen. Und auch ein Ausgleich von Emissionen außerhalb des Verkehrsbereiches wird zukünftig nicht mehr möglich sein. Das heißt, als Schluss aus diesen Punkten, dass die Verbrennung fossiler Kraftstoffe, wie wir sie heute machen, möglichst bald enden muss. Um die verschiedenen Optionen hier nochmal darzustellen, habe ich hier eine Folie vorbereitet. Das ist die Situation, die wir heute haben. Wir fahren mit Pkw, die mit fossilem Kraftstoff versorgt werden und diese fossilen Kraftstoffe werden einem Verbrennungsmotor in Bewegung umgesetzt. Diese Option werden wir in Zukunft nicht mehr haben. Wir müssen
uns jetzt entscheiden, oder vielleicht auch wird es eine Mischung aus den verschiedenen Dingen sein. Wir können natürlich beim Verbrennungsmotor bleiben, diesen aber mit erneuerbaren Kraftstoffen versorgen. Das können die klassische Version oder die klassische Option ist die, sind die Biokraftstoffe. In Zukunft oder heute wird mehr darüber diskutiert über synthetische Kraftstoffe. Das heißt, dass man aus erneuerbarer Energie künstlich Kraftstoffe herstellt, die letztendlich dem ähneln, was wir heute verbrennen, Benzin und Dieselkraftstoff, dass das eben künstlich über erneuerbare Energien hergestellt wird. Um die verschiedenen Begriffe einfach nochmal einzuordnen, möchte ich auch darauf eingehen, es gibt das Thema Hybridmotor. Das ist letztendlich, wenn es erstmal nur der normale Hybrid oder auch als Mildhybrid bezeichnet ist, wenn wir darüber reden, da geht es erstmal um eine Effizienztechnologie. Also das klassische Modell ist da der Toyota Prius, den es seit langem gibt. Das ist letztendlich aber nur eine Effizienztechnologie. Wir haben nach wie vor haben wir die Versorgung rein mit dem Diesel- oder Benzinkraftstoff. Auch diese Option haben wir natürlich in Zukunft. Dadurch haben wir etwas weniger Verbrauch. Und auch diese Fahrzeuge müssen aber natürlich dann rein mit dem erneuerbaren Kraftstoff versorgt werden. Wo wir jetzt wirklich in eine neue Ecke kommen, technologisch, ist der Plug-in-Hybrid. Das ist eben ähnelt dem Mild-Hybrid, aber es ist eben zusätzlich möglich, dieses Fahrzeug mit auch einer Steckdose zu laden, mit Strom. Ist eine Kombination aus dem Kraftstoff und dem Strom, und beides müsste natürlich dann in Zukunft aus erneuerbaren Energien kommen. Dann sind wir beim reinen E-Fahrzeug. Hier haben wir dann lokal keine CO2-Emissionen mehr. Das Fahrzeug wird rein mit Strom versorgt, und auch das müsste natürlich dann in Zukunft für Klimaneutralität rein mit erneuerbarem Strom passieren. Als letzte nochmal andere Option haben wir das Brennstoffzellenfahrzeug. Hier wird aus erneuerbaren Energien aus Wasserstoff hergestellt und damit das Fahrzeug versorgt. Auch diese Energie, die dafür nötig ist, müsste natürlich in Zukunft dann rein aus erneuerbaren Energien kommen, was wir dann als grünen Wasserstoff bezeichnen. Schauen wir uns mal drei dieser Technologien im Vergleich an. Hier sind wir bei einem ganz zentralen Argument oder Unterscheidungsmerkmal. Wir gucken uns die Energieeffizienz an. Was Sie hier sehen, sind Wirkungsgrade in den verschiedenen Schritten. Also das, was jeweils fehlt zu 100%, sind die Verluste. Beispielsweise, wenn wir uns als erstes das batteriebetriebene Elektroauto angucken, haben wir zum Beispiel bei der Übertragung des Stroms in das Fahrzeug einen Verlust von 5%. Also steht hier der Wirkungsgrad 95%. Wenn wir diese Wirkungsgrade zusammenrechnen, kommen wir insgesamt auf einen Wirkungsgrad von 69%. Das heißt, bei 100 Kilowattstunden Strom, die wir in das System reinstecken, bleiben uns nachher 69 Kilowattstunden, um wirklich das Fahrzeug in Bewegung zu setzen. Gucken wir uns im Vergleich das Brennstoffzellenfahrzeug an. Hier haben wir mehrere Schritte und wir haben eben sehr energieaufwendige Schritte. Wir haben hier die Elektrolyse, die Herstellung des Wasserstoffes mit 30% Verlust. Wir haben auch in der Brennstoffzelle selbst einen hohen Verlust, haben hier nur einen Wirkungsgrad von 60%. Somit bleiben uns letztendlich von diesen 100 Kilowattstunden im Fall des Brennstoffzellenfahrzeugs 26 Kilowattstunden, um damit das Fahrzeug in Bewegung zu setzen. Beim Fahrzeug mit Verbrennungsmotor haben wir vor allem den Verbrennungsmotor an sich mit nur 30% Wirkungsgrad. Also hier geht uns über die Hälfte der Energie verloren. Und wir haben im Vergleich zum Wasserstofffahrzeug noch die Herstellung des Flüssigkraftstoffes, das nennt sich Power to Liquid, wo wir nochmal nur einen Wirkungsgrad von 70% haben. Somit bleiben uns letztendlich hier im Gesamtprozess nur 13% der Energie übrig. Was bedeutet das nun im Vergleich, wenn wir jetzt diese verschiedenen Technologieoptionen haben und sie jeweils mit erneuerbaren Energien versorgen wollen? Das bedeutet im Vergleich vom Auto mit Verbrennungsmotor, der mit synthetischen Kraftstoffen versorgt wird, bräuchten wir 5 bis 6 Mal mehr erneuerbare Energien, also Wind- und Solaranlagen, um diese Energie bereitzustellen. Das Brennstoffzellenfahrzeug liegt dazwischen, aber hier haben wir auch etwa den Faktor 3. Nun sieht an dem Punkt natürlich die Elektromobilität dann deutlich am besten aus. Nun kennen Sie sicherlich viele dieser Überschriften. Thema, ja, ist da wirklich ein Klimavorteil da beim E-Fahrzeug? Wie sieht es mit den Rohstoffen aus? Was bedeutet das fürs Stromnetz etc.? Ich möchte hier in der Kürze der Zeit nur auf den zentralen Einwand eingehen. Und zwar das Thema Klimawirkung. Haben wir wirklich einen Klimavorteil durch Elektromobilität? Was Sie hier sehen, sind die Treibhausgasemissionen über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs, hier mal umgerechnet auf pro Kilometer.
Wir haben, wenn wir die heutige Technologie, heute vorherrschende Technologie Benzin und Diesel uns angucken, ein Verbrennungsmotorfahrzeug, haben wir einen relativ kleinen, dunklen Block Fahrzeugherstellung und wir haben einen großen Block in der Betriebsphase. Also ist das CO2, was beim Fahren ausgestoßen wird und was auch in der Vorkette, also bei der Herstellung von Benzin und Diesel, emittiert wird. Wenn wir uns im Vergleich das Elektrofahrzeug angucken, dann haben wir einen zusätzlichen Block, das ist die Batterieherstellung, die sehr energieaufwendig ist. Das heißt, am Anfang, wenn das Fahrzeug auf die Straße kommt, haben wir einen höheren CO2-Ausstoß bis zu dem Punkt durch das Elektrofahrzeug, weil diese Batterieherstellung hinzukommt. In der Betriebsphase allerdings, und das ist jetzt hier mit dem gerechnet, wenn ich mir heute dieses Fahrzeug anschaffe, mit dem Strommix, also über die nächsten 10 Jahre oder wie lange das Fahrzeug genutzt wird, haben wir einen deutlichen Klimavorteil in der Betriebsphase und der überwiegt hier, sodass wir insgesamt mehr als die Hälfte an CO2 einsparen gegenüber Benzin- und Dieselfahrzeugen. Und das ist hier, warum ist hier Deutschland dargestellt? Das hängt sehr stark vom Strommix ab. In Deutschland ist der, naja, so mittelmäßig. Wenn wir mal einen Vergleich angucken in der EU, der sauberste Strommix ist hier in dieser Grafik bei Schweden, wo wir also kaum CO2-Ausstoß dann noch in der Betriebsphase haben. Und der dreckigste, in Anführungsstrichen, Strommix ist in Polen. Aber selbst hier haben wir dann noch einen Klimavorteil gegenüber dem Benzin- und Dieselfahrzeug. Warum werden vielleicht doch teilweise Vorteile für synthetische Kraftstoffe und für Wasserstoff genannt? Und was sind weitere Nachteile? Vorteile von Wasserstoff und auch synthetischen Kraftstoffen ist erstmal im Handling, in der Praxis für den Nutzer weniger Umgewöhnung bei Reichweite und bei dem Tankvorgang. Bei synthetischen Kraftstoffen nochmal speziell, da haben wir letztendlich das gleiche Fahrzeug, nämlich ein Verbrennungsmotorfahrzeug. Also bei den Fahrzeugen haben wir letztendlich keine Umstellung nötig und auch bei der Infrastruktur, bei der ganzen Tankinfrastruktur etc. Kaum Umstellungen. Den zentralen Nachteil von synthetischen Kraftstoffen und Wasserstoff gegenüber Elektromobilität habe ich schon genannt, die geringere Effizienz. Bei den synthetischen Kraftstoffen kommt noch hinzu, es ist noch gar nicht so hundertprozentig klar für die Schritte, die da noch nötig sind bei der Herstellung, bei der künstlichen Herstellung von Benzin und Diesel oder ähnlichen flüssigen Kraftstoffen, gilt auch für Kerosin im Flugverkehr, wie diese Kraftstoffe letztendlich im industriellen Maßstab auch kosteneffizient hergestellt werden können. Dann, das kam gerade auch schon mal, Probleme wie Lärm, Luftschadstoffe, Verschleiß, die mit dem Verbrennungsmotor einhergehen, sind dann, wenn wir das Fahrzeug letztendlich so lassen, wie es ist, natürlich höchstens zum Teil gelöst. Ein ganz zentrales Argument ist für mich die Konkurrenz mit anderen Anwendungen. Es gibt Anwendungen wie dem Luft- und Seeverkehr, vor allem aber auch industrielle Prozesse, Wärmebereich, wo wir auch diese synthetischen Kraftstoffe oder den Wasserstoff brauchen. Und gerade dadurch, dass es sehr energieaufwendig ist, diese herzustellen, ist es wichtig oder ist es im Vergleich einfach sinnvoller, sie dort in diesen Sektoren einzusetzen und nicht im Straßenverkehr. Als Vorteil der Elektromobilität kommt noch hinzu, dass sie auch durch diese vielen Batterien, die wir am Netz haben, wenn Fahrzeuge mit einem Kabel mit dem Stromnetz verbunden sind, können die Batterien eine Pufferfunktion einnehmen. Wenn wir also starke Schwankungen bei den erneuerbaren Energien haben, dann können eben diese Schwankungen abgefedert werden, indem die Batterien dann zu den Zeiten geladen werden, wo viel erneuerbare Energien im Netz sind. Ich möchte einen kurzen Ausflug zum LKW machen. Letztendlich nur, um Ihnen zu zeigen, dass es da um ähnliche oder um sehr vergleichbare Technologieoptionen geht. Diese Grafik ist auch vergleichbar mit der, die ich vorhin gezeigt habe. Hier geht es wieder um die Wirkungsgrade. Letztendlich ist das Bild sehr ähnlich. Elektrische Lkw haben den höchsten Wirkungsgrad, gefolgt mit großem Abstand von der Brennstoffzelle und dem Diesel-Lkw. Hier haben wir letztendlich wieder die gleichen Verluste, die wir vorhin gesehen haben. Diese Folie wollte ich Ihnen nochmal zeigen, eben einerseits um klarzumachen, es geht um ähnliche Technologien, das stellt sich beim Lkw nochmal anders dar, beispielsweise batterieelektrische Fahrzeuge. Da ist es beim Lkw natürlich noch weit hin, bis man da sagen kann, dass sie auch wirklich diese tausende Kilometer, die teilweise am Stück gefahren werden, quer durch Europa, bis man die gewährleisten kann. Deswegen gibt es hier auch eine zusätzliche technologische Option, die ernsthaft diskutiert wird. Und zwar sehen Sie es hier in dem Symbol auch die Oberleitungstechnologie. Also auch das ist eine Option, Autobahnen mit Oberleitung zu versehen, sodass die Fahrzeuge darunter fahren können. Ja, damit kommen wir dann zu den Maßnahmen. Wir müssen also von knapp 1 Million auf mindestens 2030 mindestens 14 Millionen E-Pkw, das ist noch relativ konservativ, kommen. Wie kann das geschafft werden?
Ich möchte bei den Maßnahmen zunächst auf das eingehen, was schon vorhanden ist, und möchte unterscheiden zwischen Pull-Maßnahmen, nennt man das, und Push-Maßnahmen. Also Pull, letztendlich, ich ziehe in eine Richtung, sprich, ich möchte die Verbraucherinnen und Verbraucher dahin ziehen, dass sie klimaschonende Technologien nutzen. Und Push bedeutet, ich möchte sie eher wegdrängen, ich möchte sie von der klimaschädlichen Technologie abbringen. Pull sind also eher Anreizmaßnahmen. Da wurde in der Vergangenheit und auch heute sehr viel die Forschung und Entwicklung und auch erste Flottenanwendungen von Elektrofahrzeugen gefördert. Es wurde viel Ladeinfrastruktur aufgebaut für Elektromobilität, aber auch für Wasserstoff. Es wurde versucht, das zu vereinfachen und standardisieren für die Nutzenden. Und seit einigen Jahren gibt es jetzt für elektrische und auch für Brennstoffzellenfahrzeuge die Kaufprämie vom Staat. Es gibt eine verringerte Dienstwagenbesteuerung. Also wenn ich ein auf die Firma zugelassenes Fahrzeug nutze, auch für private Zwecke, dann muss ich das versteuern als sogenannter geldwerter Vorteil. Und diese Versteuerung, die wurde reduziert für Elektro- und auch für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, sodass das sehr attraktiv ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wird jetzt auch die Mineralölindustrie letztendlich mit einbezogen. Was Sie schon kennen, ist das E10 zum Beispiel, dass da eine Beimischung von Biokraftstoffen stattfindet. Es wird jetzt in Zukunft so sein, dass auch der Ladestrom, also auch Elektromobilität, auf diese erneuerbaren Quote angerechnet werden kann. Wenn wir zu den Push-Maßnahmen kommen, da gibt es eher weniger. Was wir jetzt neu haben, ist der CO2-Preis, der ja auch gerade sehr stark diskutiert wird, der also dazu führt, dass die fossile Verbrennung teurer wird. Es gibt schon länger, das ist ein sehr wirksames Instrument, was auf der EU-Ebene existiert, dass die Fahrzeughersteller gewisse Durchschnittswerte in ihrer Flotte erreichen müssen, welcher CO2-Ausstoß das durchschnittliche Fahrzeug, was sie verkauft haben, ausstößt. Dadurch wurde sehr stark auch alternative Antriebe gefördert. Und was es jetzt auch gibt, ist für die öffentliche Hand eine Quote für saubere Fahrzeuge, die bald stärker wirken wird und sich zum Beispiel auf die Busse stark auswirken wird, dass ein bestimmter Prozentsatz der Fahrzeuge alternative Antriebe haben muss. Noch der Hinweis, also da ist es momentan eigentlich relativ offen, zumindest zwischen Wasserstoff und Elektromobilität. Auch beides wird durch die vorhandenen Instrumente gefördert. Und auch der Hinweis, auch im Güterverkehr gibt es letztendlich in etwas veränderter Zusammensetzung ähnliche Förderinstrumente. Hier meine letzte Folie zu dem Thema Maßnahmen. Hier wäre es denkbar, deutlich stärker in Richtung der Push-Maßnahmen auch zu denken. Also was es auch im Ausland schon gibt, sind lokale Zufahrtverbote, dass ich letztendlich mit dem Verbrennerfahrzeug nicht mehr in die Innenstädte rein darf. Denkbar ist auch, und existiert im Ausland, dass alternative Antriebe auch beim Pkw über Quoten geregelt werden, dass also die Hersteller für gewisse Jahre gewisse Quoten einhalten müssen, welchen Anteil von Elektro- und Wasserstofffahrzeugen sie verkaufen. Was auch schon in vielen Ländern angepeilt wird, nie so richtig fest, aber letztendlich immer als Zielmarke ein Ausstiegsdatum, also beispielsweise bis zum Jahr 2030. Ab dem Jahr 2030 sollen keine Verbrenner mehr verkauft werden. Ich habe jetzt hier fossile Verbrenner genannt. Das ist dann sozusagen dennoch so ein Schlupfloch, dass man sagen kann, okay, die werden dann doch mit erneuerbaren Kraftstoffen versorgt. Aber die Frage ist, ob das angesichts der Effizienz eben, ob das sinnvoll ist. Zu hinterfragen wäre, das sind jetzt hier Maßnahmen, die sich jetzt nicht direkt zu Pull oder Push einordnen lassen. Fraglich wäre, ob man die Förderung von Plug-in-Hybriden in Frage stellt, weil hier zeigt die Praxis, dass eben der elektrische Fahranteil relativ gering ist in vielen Anwendungen und wir doch eben hauptsächlich mit dem fossilen Kraftstoff fahren. Und da ist eben in der Hinsicht die Frage dann, ob das weiterhin durch den Staat so stark gefördert werden sollte, diese Fahrzeuge anzuschaffen. Oder zumindest unabhängig von der Nutzung, das so zu fördern. Ein sehr interessantes Instrument wäre ein Bonus-Malus-System. Auch das gibt es beispielsweise in Frankreich. Und zwar funktioniert das so, dass es eine Zulassungssteuer gibt, bei der Zulassung eines Pkw, was es bei uns gar nicht gibt. Bei uns könnte man das alternativ vielleicht über die Kraftfahrzeugsteuer machen im ersten Jahr. Da ist es so, dass man je nach CO2-Ausstoß teilweise einen sehr hohen Aufschlag, eine sehr hohe Steuer zahlt, wenn man das Fahrzeug zulässt, also sich anschafft und dieses Geld dann nachher verwendet wird für die vorhandenen Kaufprämien für saubere Fahrzeuge. Also dass man ein Umlagesystem hat, dass nicht der Staat da Steuergelder ausgibt, sondern dass das über eine Umlage funktioniert zwischen den verschiedenen Verbrauchern.
Das Thema Dienstwagenbesteuerung finde ich auch etwas, was dringend neu geregelt werden sollte. Wie gesagt, es gibt ja einen Anreiz für Elektro- und Plug-in-Hybride. Hier ist aber nach wie vor auch sehr attraktiv, Verbrenner anzuschaffen. Generell ist es ein sehr hoher Anreiz, Dienstwagen anzuschaffen, zwar besonders große und ineffiziente Fahrzeuge, so wie das System ist. Hier ist auch denkbar, was es auch im Ausland gibt, auch in so eine Bonus-Malus-System einzuführen, dass eben diejenigen, die sich einen sehr verbrauchsstarken und CO2-ineffizienten Wagen anschaffen, dass die eine deutlich höhere Steuer zahlen und das dann zur Umlage verwendet wird für diejenigen, die ein sauberes Fahrzeug nutzen. Solche Bonus-Malus-Systeme bieten auch die Chance, auch in Zukunft, wenn wir dann irgendwann vielleicht gar keine Verbrenner mehr verkaufen, dass man dieses Instrument weiter nutzen kann, indem man hier auch die Effizienz eines Elektrofahrzeugs dann in die Bewertung mit einbezieht. Also dass man darüber dann auch dafür sorgt, dass eben Elektrofahrzeuge in Zukunft nicht große, schwere SUVs etc. sind, sondern dass man hier auch einen Anreiz bietet, auch kleinere Fahrzeuge anzuschaffen, weil bislang werden hier Elektro- und Wasserstofffahrzeuge einfach als Null-Emissionsfahrzeuge gerechnet und alle gleichmäßig belohnt. Das gäbe die Möglichkeit, das hier auch mit einfließen zu lassen. Somit bin ich mit meinen Maßnahmen, Vorschlägen oder den Diskussionsimpulsen durch. Nochmal zum Fazit. Beim Pkw ist die Elektromobilität die effizienteste und auch am weitesten fortgeschrittene Technologie. Beim Lkw ist aufgrund der anderen Anwendung das Rennen zwischen den Technologien vielleicht noch etwas offener. Aber auch da zeichnet sich eine deutliche Tendenz auch Richtung Elektromobilität tatsächlich an. Der grüne Wasserstoff und die synthetischen Kraftstoffe sind Alternativen, aber sind sehr energieaufwendig und sollten daher dort eingesetzt werden, wo es keine Alternativen gibt, beispielsweise Flugverkehr oder auch Industrie. Und bei den Fördermaßnahmen sind bisher sehr viele Anreize und Fördermaßnahmen da, weniger Einschränkungen für Verbrennerfahrzeuge. Da wäre es sicherlich sinnvoll, stärker in diese Richtung zu denken. Damit wäre ich am Ende meines Vortrags und freue mich auf die Diskussion.